schon cool, mit so einem Speedboot unterwegs zu sein hier bei Resident Evil 5. Leute, ich grüße euch zurück. Okay, ich bin jetzt, ihr seht ja die Karte, ich bin jetzt hier eine quasi erstmal Sackgasse gefahren. Ich hoffe, das war auch erstmal richtig. So, Bus, wo kann ich denn jetzt hier andocken? Ich muss mal gucken. Wow. Ach, guck mal, ist einfach Gras. Sheva, nimm das mal bitte. Sheva, bitte. Nimm, Sheva. Zack, einfach durch den Boden gegrabt. So mag ich das. So, wir haben auch eben so ein Rätselteil. Dann sind da doch noch so ein paar Rätsel hier involviert in dem Spiel anscheinend. Wie es aussieht. So, warte mal, ich cruise noch mal erstmal noch mal hier ein bisschen außerhalb rum. Für den Fall, ne? Könnte immer überall was sein. Ja, wo es so richtig Kamera gucken, ist ja ein bisschen schlecht, ey. Wum, 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 wum. Ist da irgendwas in den Büschen? Ist hier irgendwas im Busch? Oder in den Algen, besser gesagt? Nee. Guck, sieht ja so aus, als ob hier irgendwie eine Festung irgendwie ist. Da oben können aber schon Typen gleich spawnen. Naja, beschwören wir es nicht. Und gehen einfach, halt, warte. Gehen wir da weiter rein, sofern man uns lässt. Ich sehe ja, wo ich hin muss, auf der eigentlichen Karte. Also ist das hier optional. Voll die geile Palme. Das ist hier wieder ein Käfer. Nimm mal den Käfer mit, Sheva. Du, da ist einer. Zack. Der ist einfach so ein Käfer. Okay. Na gut, wer weiß, wofür der gut ist, ne? Immer alle Palmen absuchen. Aber ich glaube, nur Palmen, die so eine kleine Blümchen haben, haben wohl auch Käfer. Ah, hier kann ich anlegen. Okay, soll ich aussteigen, Leute? Ich gucke nochmal ganz schnell. Und dreh schon mal, für den Fall, dass ich gleich fliehen muss. So. Okay. Kontrollpunkt. Sehr gut. Aber was ist jetzt hier los? So, Chef, du kannst auch im Notfall das Kanu nehmen, ne? So, Schrottmoney. Schrottgun. So, bisher ist alles ruhig hier. Hier scheint da wirklich keiner zu sein. Von daher finde ich alles fein. Cool, ist auch keiner drinne. Oh, ein Anglerhaus. Ist doch süß. Und das Feuer da hat gar nichts zu sagen. Nö. Da macht muss einer einfach Licht. Da ist eine komische Kiste. Okay. Ich glaube, wenn ich die aufmache, gibt's auf Maul. Kann das sein? Gibt's hier immer auf Maul. Egal, was man macht. Immer gibt's Stress. So. Dann lass mich mal erstmal. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, da kommen gleich alle raus. Ich renne erstmal rum. Oder auch nicht! Alter, Alter, aus dem Wasser? What, Alter? So. Ah! Alter, richtig so eine Eingeborenen hier. Oh, die sehen aber auch nicht gerade freundlich aus. Sheva, komm, wir müssen aufpassen. Oh, ist das einer mit der Kettensäge? Nee. Okay, ist einfach bloß. Da ist ein fieser Sack. Ich will rufstampfen, Alter. Oh, shit. Oh, mit Schutzschild, oder? Okay, da habe ich doch was Schönes für euch. Aua. Ich sagte, schubdum. So. Oh, warte, muss ich eigentlich nochmal weitermachen, ne? So. Sheva, warum? Okay, sind alle tot. Saugeil. Das hat hingehauen. Oh, da ist noch einer. Alter, mit dem Speer. Hey, was soll denn? Alter, voll zerfleischt. So. Okay. Hm? Hallo, Typi. Boom. Ich muss einfach Grenadies werfen, Alter. Ich hab so viele davon. Boom. Alter, wie alle zerfleischt werden, ey. Richtig einfach eine Fleischdusche hier. Ist da immer was Feines. Oh, nee, wollte ich jetzt umkicken. Komm her. Oh. Von den Rücken. So. Und Kopfstampfer? Nö, der ist tot. Okay. Dü, 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 dü. Aber schön hier wieder so ein offenes Feld. Hier kann man schön rumcruisen, Alter. Und natürlich erstmal nachladen. So, Money. Na, was ist denn los, Kumpel, hä? Hast du ein Problem? Meine Partnerin wird dich umkicken, Alter. So. Alter, voll richtig so ein Aufwärtshaken. Aber auch cool. Achso, falsch, ist ja für Sheva. Halt, Moment. Das brauchst du ja, nicht wahr? Hier. Thanks, Partner. Kein Problem, Partner. Okay, gut, jetzt will ich mich ja trotzdem nochmal hier umgucken, ne? Bams. So, dann sieht das ja hier aus. Ist das hier wirklich rein optional? Nee, Quatsch, in der Kiste wird noch was sein, die wir gleich öffnen werden. Gleich. Erstmal, jupsi, nochmal kurz Hausbesuche machen. Dum, 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 dum. Ja, los durchs Fenster, ist viel cooler. Huh. Nee. Okay. Ach komm, ist ja noch eine Kiste. Zwei Kisten. Okay. Ist es wohl die Zeit, der Koffer ist vorbei oder was? Ist wie. Okay, das ist eine Scherbe. Ah, okay. Tafel des Kriegers. So, haben wir zwei Stück. Und vielleicht ist da so ja gleich die dritte Tafel noch drin, ne? Mal gucken.
Warte mal, kann doch sein, dass hinter dem Schild irgendwas ist, ne? Wenn ich das mal kurz kaputt schnibbel? Ja, sieht aber nicht danach aus. Flupp. So. So, dann kann ich eigentlich so ein Schutzschild nicht mitnehmen, weil ich meine, wenn die jetzt hier echt nur so eine, sag ich mal, prähistorischen Waffen haben, dann ist doch so ein Schild eigentlich geil. Boah. Okay, das ist, Götze. Silbern. Okay, das wird nur ein Schatz sein. Ein silberner Götze. Ich hoffe, der verflucht uns nicht. Götzen einfach so mitnehmen ist nie so toll. Ey, ein Fisch. Ich will den Fisch mitnehmen. Sieht lecker aus. Bisschen entgräten. Hm. Aha, hier haben wir noch was. Schäfer, lass mich mal. Ah, Shotgun Money. Sehr gut. So, ich habe jetzt echt mit der Shotgun, das macht Spaß. Bin da nie wirklich außerhalb der Munition. Passt. So, ich würde sagen, das passt, oder dass wir jetzt wieder abhauen. Hier haben wir hoffentlich alles erledigt. Und hat das Wichtigste bekommen. Jetzt werden Sie gleich die größere Karte, das große Ganze gleich wieder sehen. Und dann wissen wir genauer Bescheid, wo es eventuell noch ein Teil geben könnte. Ah. So, Schatz mitgenommen. Alles mitgenommen. So, wum, wum, wum. Okay. Guck trotzdem noch mal ganz kurz. Wenn hier überall was ist, was rumliegt, was Shepard einfach nur so sich grabben kann, dann sollte man vielleicht noch mal ein bisschen gucken. Bin ja eigentlich außenrum gefahren, um halt eventuell was Optionales zu sehen, aber nee, hier geht's sowieso nirgendwo anders mehr hin. Oh oh. Okay, gut, dann ist gut. Use the air, I shoot. Schieß, Mann! Okay, woher kann... Alter, werfen die einfach Bomben! Okay, warte, ich fahr immer mal einfach rum. Ne? So, damit die sich umdrehen müssen. So, schieß sie! Wo war... Wo ist jetzt noch einer? Da hinten ist einer. Shava, kannst du den hinten abballern? Da oben den. Shava, schieß ihn ab! Oder schieß uns ab! Fup! Alter, voll der Mega-Wurfarm! Boah! Hier bleibt ja sogar echt im Wasser, bis es explodiert. Wartet. Wartet, ich fahre jetzt nicht hin. Und explodiert denn? Alter. Okay, gut. So, Shepard, baller ihn ab da oben. So. Jawohl. So nicht. Verschwinden wir. Ach du meine Güte. Die sind doch hier im Wasser. Hilfe, Shepard, bitte baller die ab. Oh weia, oh weia, oh weia. Ah! Okay, ich glaube, ich soll hier. Ich glaube, ich sollte einfach abhauen. Fahr! Fahr! Turbo! Kann die nicht eigentlich überfahren? So, Turbo, Mann! Yeah! Okay, sollte man vielleicht nicht tun. Okay, schnell. Schnell raus hier! Okay. So, kommen die uns hinterher? Das ist natürlich auch noch eine doofe Frage. Wenn die das machen sollten, dann sind wir trotzdem genetzt. Das ist ja auch eine krasse Mission hier. Hier alles so offenes Feld und offenes Wasser. Okay, die Musik lässt nach. Sie kommen jetzt nicht hinterher. So, hier müssen wir ja hin. Ja. Anscheinend brauchen wir da irgendwie mehrere, ja, so eine Wappen. Mal schauen. Ganz vorsichtig. Vielleicht hat man hier schon mal ganz kurz anlegt, um genau zu wissen, wie viel man wirklich braucht. Ne? Einfach mal kurz gucken. So. Ah ja, guck mal hier. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist ja... Okay, das sind... drei Sachen, glaube ich, oder? Ne, eins. Okay, Tafel des Kriegers eingesetzt. Okay, gut. Und dann habe ich noch... Zack, Tafel der Bestie eingesetzt. Okay, es sieht aus, als würden noch vier Teile... zwei Teile fehlen, also dass es insgesamt vier sind. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Was ist das hier? Karte zu den Tafeln erhalten. Ach, cool. Karte aktualisiert. Sehr schön. Gut. Na, seht ihr, war doch echt mal noch mal ein bisschen. Hat sich doch gelohnt, hier nochmal einzuparken. So. So, okay. Gleich umgedreht. Sehr geil. So, okay, wenn da die Kartendinger sind, dann fahre ich einfach mal hier hin. Da ist hier anscheinend irgendwie optional ein Schatz oder sowas. Wo bremsen. So. Was haben wir denn hier Schönes? Einfach mal aussteigen. Hier ist doch keine Sau. Wo sollen jetzt immer welcher herkommen? Obwohl doch, ja, aus dem Wasser. Das ist natürlich... Oh, ach, guck mal da. Richtig easygoing Emblem. Ach Mensch, warum ich denn jetzt nicht genommen? Mensch, entschuldige, Shepard. Das ist eigentlich für dich, ich weiß. Entschuldigung. Ist halt die Gier in mir. Ich kann einfach nicht anders, als alles einfach an mich zu reißen, was auf dem Boden liegt. So.
Okay, ihr habt nur einen Schatz. Bestimmt jetzt auf dem Rückweg, wenn ich den aufmache, da kommt bestimmt auf dem Rückweg welche. Alter, nochmal. Nochmal ein Kelch in Silber. So, das wirkt jetzt aber schon fast so, als könnte man das kombinieren. So, ne, den Götzen mit dem Kelch oder sowas, dass dann irgendwie so ein Ultra-Götzen-Abbild oder sowas entsteht, um noch mehr Geld zu bringen. Aber naja, was weiß ich. So, Mäschen nicht. Ich gucke nochmal ganz kurz am Rand. Wegen irgendeiner Palmen, wisst ihr, die so eine Käfer haben. Die könnt ihr mir vorstellen, dass die irgendwo am Rand, wenn dann stehen. Und warum nicht so ein Käfer nur ein bisschen, ne? Wenn das ein bisschen Cash bringt, warum nicht? Ich will die Schutzweste haben. Die muss ich mir, glaube ich, echt als nächstes holen. Obwohl es immer so verlockend ist, halt die Waffen aufzuboosten. Ich weiß. Ich habe da auch Bock drauf. Vor allem, dass die Shotgun schon so stark ist und so. Lass mich am Rand lang fahren. Was ist eigentlich, wenn ich in der Mitte ist, halt so viel frei, ne? Hier muss aber bestimmt irgendwann übelst der Kampf gemacht werden. So, hier ist nochmal irgendwie so eine kleine Insel. Lasst mich mal gucken. Ne, vor allem, weil die halt anscheinend optional ist. Und da ist noch ein Emblem. Alter, zwei Embleme so nah hintereinander. So, ich muss aber irgendwo parken, weil von hier schießen geht leider nicht. Oh. Was natürlich sie schießt. Baller ihn ab, baller ihn ab. Chava, baller ihn ab. Baller, los, ballern. Ja, noch ein bisschen mehr. Noch etwas mehr. Baller ihn ab. Chava, der Typ, der schießt gleich. Jetzt baller bitte den Typen ab, der schießt. Okay. Ach, Chava, ey. Alter, wie sie einen Schuss nachlädt. Chava, los. Baller ihn ab. So. So. Geil. Oh, shit. Oh, shit. Okay, hat mir da wieder eine Bombe gesmashed. Ich steig erstmal aus. Kann ich die jetzt nicht so absnipern von hier? Bestimmt, oder? Oh, hier sind wieder so eine Blümchen. Also rechne ich mit einem Käfer? Ja. Ja, mit dem... Zack. Okay. Sie müsste doch eigentlich absnipern können. So, dude. Also, jetzt hat Chava natürlich schon alles erledigt, aber so die anderen... So, von der Mitte hier aus. Wartet mal. Von wo hat denn einer hier geworfen? Natürlich, jetzt ist wieder keiner da. Wisst ihr, jetzt wird wieder keiner gewesen sein. Die ganze Zeit explodiert irgendwo was, aber wenn man dann mal zielt, dann... Nee, wir waren das nicht. Schöner Mist. Okay, gut. Hier gibt es anscheinend echt nur ein Emblem und wieder ein bisschen Schätze. Wo ist das Emblem? Ist auf der anderen Seite? Wie komme ich da jetzt hin? Egal, mit dem Money. Und nochmal ein bisschen... Ja, yeah, also nochmal ein Kelch. Dann wird den ganzen Ureinwohnern ihre Schätze klaue, ey. Wie so ein richtiger Ami. Also bin ich halt, ne? Wir sind hier Chris, nicht vergessen, Leute. Chris ist ein American. Und da wird das so gehandhabt. Hier, unschätzbare, wertvolle Vase. Zack. Mich interessiert nur die Munition, weil ich Gewalt liebe. So, oh. Eier. Und hier gibt's Eier. So, wo sind denn die eigentlich? Toll. Kann ich den einfach essen? Essen. Alter, ist ja geil. Normal, er kloppt das erstmal auf. Nochmal. Richtig rohe Eier essen, jawohl. So, hups. Hier ist da noch ein Ei. So, ein braunes. So, wenn ich die erschrecke, dann müssten die... Chava. Ich wollte da gerade... Chava. Wenn ich die erschrecke, müssten die Eier legen, ne? Ich habe außerdem immer erschossen, ich weiß. So, komm, erschrocken. Eier gelegt. Nö. So, wie komme ich jetzt an das Emblem daran? Habe ich doch gesehen. Irgendwie von hier, irgendwie so. Wieder ein bisschen aufscheuchen für Eier. So, jetzt nochmal eins. Ein braunes Ei. So, sollte keinen anderen Effekt haben, oder? Der kann sich nicht so viele rohe Eier reinwürgen, Alter. Doch die eklig. Oh! Okay, einfach ein goldenes Ei. Liegt hier einfach so rum. So, da weiß ich aber, dass das ja tatsächlich. Ist das, oder das war in Teil 4 so? War das ein Full Heal? Ich weiß es nicht mehr so genau. So, kann ich irgendwie. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Wartet mal. Irgendwie muss ich hier halt zu dem Emblem kommen, weil ich kann vom Boot aus halt nicht schießen, ne? Oder ich muss halt, wenn ich auf die Karte gucke, kann ich ja irgendwie auf die andere Seite, vielleicht muss ich doch echt von einer ganz anderen Seite abballern. Oder halt irgendwie hier ist ein Loch in der Wand. Ich glaube, hier den Vorhang wegmachen und dann dahinter ist es. Oder durch die Wand schlagen, kann auch sein. Ein bisschen glitschen. Nee. So, oben ist es halt nicht. Nee, das ist halt hinten, ich hab's doch gesehen, ne? So, okay, das war das. Was ist denn hier noch? Liegt hier so Fleischige drum, Alter. Ihhh, hat irgendeiner gekocht. Aber irgendwas, was niemandem schmeckt. Hallo, Hühnchen. So. Ja, ich muss nochmal gucken. Ich kann mir das Emblem merken. Ja. So, jetzt sag ich, jetzt sind wir alle wieder da. Ja, ist klar. Wir sind wieder da. Okay, dann weiß ich nicht, ob ich es doch vielleicht nicht abballern kann. So, wo ist denn das jetzt? So, mal da war doch gerade ein Emblem, oder nicht? Hä?
Na doch nicht. Bin ich jetzt doof? Was hat denn gerade... Doch, da unter. Ach, warte mal, ist er da unter? Kann ich es vielleicht doch abballern? Sheva, könntest du das nicht mal abballern, bitte? Sheva, da ist ein Emblem. So, wenn ich jetzt hier bin, ja? Von wo könnte ich das denn abballern? Vielleicht von da ganz hinten halt mit einer Sniper, ne? Wenn ich da irgendwo an Land gehen kann. Oh, da ist aber überall eine Mauer drumherum. Ja, klappt bestimmt nicht. Das wird nicht klappen. Oh, was soll denn das? Ja, hier ist überall eine Mauer drumherum. Toll. Nee, das wird nicht hinhauen. Ätzend. Ich will doch die Embleme haben. Yay, yeah, aussteigen. So, hier haben wir erstmal auf jeden Fall wieder irgendwo so einen wichtigen Gegenstand. Und da will er ihn herauskommen, weil ich gerade richtig sehen. Versteckt sich da hinter diesem Laden hier? Nee. So, wer gibt's denn hier im Angebot? Oh, guck mal, im Laden gibt's Totenköpfe. Oh, die wollte ich schon mal mit zu Hause hinstellen. So. Erstmal ramponieren hier. Alles kaputt machen. So, wie das aussieht, ey. Das passt doch nicht hier. Hier liegt auch ein Gehirn rum. So, das nimmst du. Von die Gehirne. Wieso? Wieso? Ist hier noch was rum? Nee. So, hier ist dicht. So, aber irgendwas ist hier aber. Liegt irgendwo. Ach, hier ist ein Dokument. Oh. So, Handgemenge. Was? Durch Schießen auf den Gegner können sie vorrücken und ihn direkt bekämpfen. Ernsthaft? Schusswaffenlose Nahkampfattacken sparen Munition und richten schwere Schäden an. Ernsthaft jetzt? Haken, gerade, aufwärts haken. Die Trefferzone ihres Schusses, Arm, Kopf, Bein, bestimmt, welcher Art von Angriff sie starten können. Na, gut zu wissen. Sie können mit einem Haken oder Drehtritt bei Sheva beginnen und ihn mit weiteren Angriffen kombinieren. Wechseln sie zwischen den verschiedenen Angriffen und kombinieren sie bis zu 3 darauf in Folge. Das haben wir schon mal gesehen, dass Sheva das ein paar Mal gemacht hat. Also ich glaube, dann waren die immer gleich tot und nichts ist mehr passiert. Untersuchen. Es ist immer noch heiß. Wofür es wohl benutzt wurde? Na, da wurden die Knochen eingeschmolzen, Alter, so richtig übel. Ne? So. Mal hier kurz gucken. Das ist echt alle mögliche Munition, ne? So, das kriegst du wieder. Alter, Sheva ist richtig bewaffnet bis an die Zähne. Oh, oh, ein Huhn. Was hat er denn eingelegt? Nochmal ein goldenes? Nee. So. Die kommen aber schon alle aus ihren Häusern raus. Wisst ihr, ich bin hier so drinne und denke mir so, ich hab alte Funde hier, hier ist keine Sau. Und dann seht ihr doch wieder welche. So, und hier ist echt nochmal ein goldenes Ei. Sehr schön. So, ja, die Action kommt gleich wieder. Ihr seht schon, ihr spürt schon. So, her mit dem Geld. Jawohl, die Scherben tanzen in der Luft. Geil. So, noch Geister. Nicht nur Untote, sondern auch Geister kommen jetzt hier an. Oh Mann, ey, die wird doch gleich... Mann, die kommen doch alle an die Rand. Von weiß ich wo. Und da wollen wir den Rückweg blockieren. Na gut, ich bin ja bewaffnet. Ich hab keine Angst, Leute. Macht euch keine Sorgen. So, dann haben wir hier wieder Geld. Ey, komm mir auf jeden Fall die Rüstung, Alter. So, ich bin schon mal vorbereitet. Shotgun. Give me your hand. Jo, warte, ich geb dir gleich meine Hand. Wir können gleich Händchen halten, aber erstmal musst du die Muni hier nehmen. Okay. Unbedingt. Alter, jetzt sind wir fast Magazin voll. So, na dann, Sheva, geh mal hoch. Ja, Tafel des Schaman. Oh oh, Granate! Und zerslasht, Alter. Richtig übel. So. Okay, dann würde ich sehr gerne meine Feuergranaten ausrüsten und mal ein bisschen ballern. Njo! Yeah! So, die sind tot, Sheva. Oh shit! Ich will ein bisschen eine Granaten ein bisschen werfen. Das ist schon geil. Hups, so. Oh, aua. So. Okay, Shotgun-Muni. Sehr schön. Ich zermatsche ihn in den Kopf, Alter. Wow. Richtig geil, wie er wieder aufgestanden ist. Habt ihr das gesehen? So, er ist tot. Ups. Oh, weia. Die Schildtypen. So. Oh, schön in die Seite. So, Sheva, halt sie mal kurz im Zaume. Oh Gott, bitte, ganz kurz. So. Okay. Voll in den Kopf. Alles klar. So, und da ist noch so ein Vieh. So. Na, da ist doch alles hier knusprig gebraten. Äh.
Alter, ein neues von den Viechern. Alter, wie abartig, ey. Hau ab, Mann, du wirfst nicht mit dem Ding nach mir. Boom! So. Zum Glück streut die Schrot. Fliegt er immer noch. Oh, tot. Okay. Meine Fresse. So, okay, ich muss mal wieder ein bisschen mit normaler Pistole hier rumballern. Oh. So. Okay, Ruhe ist. So, ne, dafür lohnt sich doch mal wieder schöne Granaten einzusetzen. So, wartet mal, hier ist ja noch was. Sheva, du musst noch mal hoch. Sprunghilfe! So, okay. Und noch mal ein bisschen, ja, noch mal eine Götzenfigur. Sehr gut. Und natürlich auch wichtig, so ist hier irgendwo noch in so einer Krone noch mal so ein Edelstein drin, ne? Also das war mal eine andere Maske, wenn denn, ne? Gut, gut. Leute, das war actiongereich, richtig actionmäßig. Und ich würde sagen, das war's auch wieder für den heutigen Part. Uns fehlt noch ein Dings. Ja, und da ist halt noch so ein Emblem, was ich mir echt gerne holen würde. Ich weiß bloß nicht, wie ich da rankomme. Und wir halt von hier halt snipen, geht nicht, weil hier ist überall eine Mauer drumrum. Aber gut. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die Gewalt von Chris in American hat richtig reingehauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Ciao.